Hallo, beim Video Aktion beim Systemstart haben wir erzählt, dass wir hier oben dieses Fähnchen haben, das beim Systemstart dann aktiv wird oder wenn ich vom Bearbeitungsmodus wieder zurückgehe in den Fahrmodus und dass es solange hier in der Version 8 von Train Controller einen Knopf gab, der hieß Signale an, beziehungsweise alle Signale auf Rot schalten, die Vorsignale auf Dunkel. Und wir wurden jetzt gefragt, wie habt ihr dieses Makro realisiert? Das ist ganz einfach. Über Bearbeiten gehen wir in Makros hinein und sehen hier das Makro alle Signale schalten. Man hätte es vielleicht nennen können, alle Signale rot schalten. Und hier ist es ganz quick and dirty gelöst. Alle Signale, die auf der Anlage sind, sind hier einfach inkludiert. Auch unsere Signale auf der Drehscheibe. Und werden einmalig kurz durchgeschalten auf Rot und die Vorsignale werden einmalig durchgeschalten über die DCC-Befehle auf Dunkeltastung. Die Dunkeltastung wäre gar nicht nötig, denn unsere Weichendecoder schalten, sobald das Hauptsignal auf Rot ist, das daran befindliche Vorsignal auf Dunkel. Aber im Gleisplan ist es manchmal einfach doch vorgekommen, dass noch eine Leiche nicht auf Dunkel stand und so mit diesem Makro kann man dies alles ganz gut und schnell erledigen. Oder falls eben wie ich jetzt hier zum Beispiel im Fahrmodus auf ein Vorsignal gehe und das eben schalte, dann richtet das tatsächliche Signal natürlich nichts aus, weil das Hauptsignal auf Rot steht, aber das Vorsignal hier im Gleisbild ist eben jetzt falsch und wenn ich eben einmal dieses Makro jetzt von Hand nochmal ausführe, dann sieht man, dass jetzt auch das Vorsignal auf Dunkel getastet wird. Das war das ganze Geheimnis von unserem kleinen Makro, das hier bei uns auf der Anlage läuft.